Die meisten Möbelverkäufer, die ich kenne, sind total nette und kontaktstarke Menschen. Das heißt, wenn man die alleine auf eine Party stellen würde, würde es nicht lang dauern und die hätten mit irgendjemandem ein Gespräch aufgebaut und würden sich unterhalten. Über Gott und die Welt, über Kinder, über Hunde, über Hobbys, über Urlaub, über das, was sich da gerade so tut. Das ist interessant, denn im Möbelhaus gelingt es weit weniger oft, so einen guten Kontakt aufzubauen. Da werden dieselben Möbelverkäufer, dieselben netten und kontaktstarken Möbelverkäufer oft sehr energisch abgewiesen. Das heißt, es kann nicht in der Person des Möbelverkäufers liegen, sondern es liegt in der Situation und in der Technik, die angewandt wird. Und das ist das erste Wichtige zu verstehen. Ich werde nicht als Person abgelehnt, sondern ich werde in meiner Funktion als Verkäufer abgelehnt. Was ist der Trick? Ich darf nicht als Verkäufer auftreten. So, jetzt gibt es noch einen weiteren Lerneffekt aus dieser Idee, sich einfach mal in eine Party reinzudenken. Wenn dieser Möbelverkäufer 10 Minuten auf meiner Party gestanden hätte und sich mit irgendeinem meiner Freunde unterhalten hätte, der ihn noch nie vorher gesehen hat. Nur 10 Minuten. Und wenn derselbe Freund dann in einem Möbelhaus mit einem Mal diesen Menschen wiedersehen würde, mit dem er schon mal ein Bier getrunken hat oder sich ein bisschen unterhalten hat, dann gäbe es ja nicht die Situation, dass der Möbelverkäufer erstmal weggeschickt wird, gehen Sie weg, ich will erst alleine gucken, lassen Sie mich in Ruhe. Nein, dann wäre, Mensch, hallo, wie geht's Ihnen? Ah, super, schön, dass wir uns hier... Ach, Sie arbeiten hier, klasse. Können Sie mir mal helfen? Können Sie mir was zeigen? Ich suche Folgendes. Das heißt, mit einem Mal wäre eine Arbeitsatmosphäre da, obwohl wir gar nicht über die Arbeit gesprochen haben. So, was können wir also tun und was müssen wir tun, um noch zuverlässiger an Menschen ranzukommen? Wir müssen erstmal nach der Treppenstufenmethode uns das ganz große Ziel, nämlich den Kunden zum Abschluss zu kriegen, aus dem Kopf schlagen und uns nur auf das Ziel der Etappe konzentrieren. Nämlich das Ziel der Stufe Kontakt ist es, dass der Kunde sich entspannt, sich wohlfühlt in unserem Möbelhaus, lächelt und mit uns über Gott und die Welt redet, so wie er es auch auf der Party tun würde, wenn wir ihn da kennengelernt hätten. So, wie machen wir das? Wichtig ist wirklich in diesem Moment nur zum Ziel zu haben, ich muss diesen Menschen zum Lächeln und zum Reden bringen. Denn wenn wir mit dem Ziel auf ihn zugehen, ich will dem was verkaufen, merkt er das unterbewusst und geht auf Abwehr. So, wenn wir also auf ihn zukommen mit Blickkontakt, und das hat nur Zweck, wenn der Kunde irgendwo stehen geblieben ist, wenn er läuft, kriegen wir den nie gestoppt, dann sprechen wir ihn an mit einem sogenannten Eisbrecher. Das heißt, mit einer unverfänglichen Frage, wie wir das auch auf einer Party tun würden. Da fragen wir auch nicht, was machen Sie eigentlich beruflich? Als erstes, sondern wir fragen jetzt im Möbelhaus zum Beispiel, es gibt Millionen von Möglichkeiten, herzlich willkommen bei Möbel sowieso, waren Sie denn schon mal bei uns? Das stresst den nicht. Der muss jetzt aber geistig in die Vergangenheit zurückgehen und überlegen, war ich schon mal da, war ich nicht da? Und denkt kurz nach und sagt, ja, ich war schon mal da. In dem Moment muss uns nur die nächste Frage einfallen und wir führen ihn nochmal durch das alte Einkaufserlebnis. Wenn wir ihn da erstmal haben, dann können wir fragen, und das ist so mein zweiter Ansatz, von wo sind Sie heute zu uns gekommen? Dann sagen die von da und da oder da. Dann kann man meistens, wenn man sich in der Gegend auskennt, weiß man irgendwas über dieses Städtchen oder über diesen Ort und man kann ein bisschen in die Richtung Privates gehen. Ah, da kenne ich den Fußballverein, die sind ja ganz gut. Was auch immer. Und man sorgt dafür, dass das Gespräch erstmal so verläuft, wie es verlaufen würde, wenn man denjenigen auf einer Gartenparty kennengelernt hätte. Und der große Trick besteht darin, diesen Schritt niemals auszulassen. Denn das Einzige, was wirklich, wirklich sicherstellen kann, dass der Kunde nicht nachher, nach getaner Beratung, mit einem Preis und der Idee des Produkts den Laden wieder verlässt und rumshoppen geht, oder die Entscheidung auf die lange Bank schiebt, ist eben das persönliche Verhältnis, was wir aufgebaut haben. Und dieses persönliche Verhältnis müssen wir aufbauen, bevor wir mit dem Kunden an die Ware gehen. Das haut nicht hin, während dem Ware zeigen. Das heißt, tun Sie sich den Gefallen, nehmen Sie sich die Zeit, mit dem Kunden ein persönliches Gespräch zu führen. Und ich weiß, der will ja Ware gucken gehen. Aber unsere Aufgabe ist es, ihn durch eine geschickte Fragestrategie in eine Unterhaltung zu verwickeln. Und zwar so lange, bis er sich entspannt hat und nichts mehr dagegen hat, sich mit uns zu unterhalten. Denn Sie alle, die mir jetzt zuhören, sind nette, kontaktstarke Menschen. Und der einzige Grund, nicht mit Ihnen durch die Ausstellung laufen zu wollen, ist, dass eben derjenige Angst hat, dass Sie ihm sofort was verkaufen wollen. Also nutzen Sie einen Eisbrecher, bevor es ans Ware zeigen geht. Und Sie werden wesentlich mehr Spaß im Kontaktprozess haben, aber auch mehr Abschlussquote hinten raus. Viel Spaß dabei. Musik